herzlich willkommen zu einem Vlog von uns. Heute ist Sonntag. Ich bin tatsächlich schon einige Tage zurück. Habe ich zurückgekommen am Donnerstag, oder Schatzi? Nein. Nein, ja. Donnerstag. Ich glaube, der Bauer war überhaupt kein Der weiß nicht, welcher Tag wann ist. Ich glaube, am Donnerstag bin ich zurückgekommen. Ja. Und wir haben, schaut mal, kein Bett mehr. Oh mein Gott, wir haben kein Bett mehr. Und wir haben keine Wickelkommode mehr. Oh mein Gott, was passiert hier? Ja, der Bauer hat sich hinten noch eine Hose angezogen. Kurze Erklärung, wir haben unser Bett rausgemacht, weil wir uns ein Familienbett zugelegt haben. Das zeigen wir euch heute. Aber bevor wir damit starten, das nämlich aufzubauen, müssen wir erstmal unseren Schrank ein bisschen ausmisten. Wie ihr seht, ist er richtig voll gemüllt mit Sachen und Klamotten, die uns eigentlich fast gar nicht mehr passen. Und ich zum Beispiel fange schon an, meine Klamotten hier zu lagern. Ganz besonders hübsch. Ja, hier haben wir geschlafen im Wohnzimmer, weil wir das Bett eigentlich schon am Freitag abgebaut haben, gell? Und dann sind wir nicht dazu gekommen, weil gestern war ein Feiertag, ein Samstag. Das haben wir wohl vergessen. Und der Baba ist nicht so gerne handwerklich tätig zu Feiertagen. Deswegen haben wir gesagt, ja, machen wir das später. Und jetzt ist schon Sonntag. Und heute werden wir das ganz gemütlich angehen. Also nicht gestresst, sondern ganz gemütlich. Schrank ausmisten, dann Familienbett aufbauen. Die Kommode haben wir, die Wickelkommode haben wir verkauft, weil wir sie tatsächlich nicht als Wickelkommode genutzt haben, sondern eigentlich nur als Klamottenfach für die Luisa. Und es war uns wichtiger, mehr Stauraum für die Klamotten zu haben, anstatt die Wickelkommode. Deswegen haben wir jetzt eine größere, wir haben jetzt mehr Stauraummöglichkeiten, weil wir jetzt drei Schubladen hatten, haben. Früher haben wir nur zwei gehabt. Ja, und Luisas Klamotten sind dann alle so hier, weil das haben wir erst vor ein paar Tagen verkauft und die Kommode haben wir seit gestern Abend hat der Papa die aufgebaut, genau gestern am Abend. Ja, und heute ist die Mission, unter anderem nicht nur unseren Schrank auszumisten, sondern auch Luisas Klamotten auszumisten, weil ich habe mir damit halt so lange Zeit gelassen, bis wir das Geschlecht hundertprozentig gewusst haben, weil naja, viele Sachen, die halt richtig mädchenhaft sind, kann ich nicht mehr behalten. Wie Röcke und Kleider. Diverse Sachen werde ich natürlich schon behalten, die so unisex sind, ne? So wie schwarze Strumpfhosen oder andere Strumpfhosen. Aber solche Strumpfhosen zum Beispiel mit Pink und Rosa muss ich dann ausmisten. Oder halt, ich habe für die Lisa so viel Rosa-Zeugs. Kann ich dann einem Jungen nicht antun, deswegen muss ich mir dann überlegen. Ich habe jetzt auch in meinem Freundeskreis keine Mädchen, keine Kleinen, wo ich das jetzt herschenken könnte. Deswegen entweder Altkleidersammelbox oder Verkauf, ich weiß es noch nicht. Guten Zweck spenden, Secondhand vielleicht Laden bringen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir überlegen uns das noch. Aber das muss ich ausmisten, dann wieder einräumen, die Klamotten. Und ja. Also, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit unserem Teil an, weil danach können wir das Bett nämlich aufbauen. Und ja, würde man sagen, let's go. Wir haben jetzt eine kleine Mittagspause eingelegt und essen unser Essen. Ich habe gestern Kürbiscremesuppe gekocht und da ist noch so viel übergeblieben, deswegen essen wir mal die Restchen auf. Die Lara hat schon gegessen, spielt hier ein bisschen, die Luisa hat auch schon gegessen und hockt auf den Papa. Mit dem Schrank sind wir eigentlich schon fast fertig, oder? Ja, linke Seite muss auch anschauen. Die, ja, sollten wir auch anschauen.
Und dann bauen wir das Bett auf. So, Mittagspause ist vorbei. Der Papa hat jetzt angefangen. Und also das Bett schon mal auszubauen. Auszupacken. Das seht ihr auch nicht, wenn ich kann. Das ist typisch du. Auf jeden Fall, für die Leute, die es interessiert, unser Bett wird dann 2,40 Meter und 2 Meter ganz normal von der Länge sein. Es ist von der Marke Rima. Das ist ein österreichisches Unternehmen aus der Steiermark. Das Bett ist richtiges, wie nennt man das? Massivholz. Massivholz. Aber wirklich. Und so ist die Farbe. Nee, das ist so schön. Also das ist nicht so eine Ikea-Pappe, sondern so richtig ein massives Holz. Fühlt sich sehr hochwertig an. Und ich bin gespannt, wie das Ganze dann fertig ausschaut. Wir haben ein Dilemma. Wir haben jetzt aus dem Schlafzimmer fast alles rausgenommen. Wir haben im Wohnzimmer gebracht. Jetzt wohnen wir von Wohnzimmer in Vorzimmer. Ein Teil ist schon im Vorzimmer. Zeig mal, wie unser Wohnzimmer ist. Ja, das schaut so aus. Das ist unser Wohnzimmer. Die Mama ist auch da. Ein Haufen Klamotten. Die Hunde. Also so haben wir geschlafen die Tage. Naja, nicht so schlimm. Nein, okay. Die Kartonage war nie da. Und die Klamotten. Und diese Staubsauger war. Die Klamotten waren auch. Vorraum schaut so aus. Und Schlafzimmer schaut so aus. Und wir haben ein Problem, weil, ich sag's euch, also, das Bett geht sich um 2 Zentimeter hier nicht aus. Wir wollten unbedingt den Schrank behalten, weil wir echt viele Klamotten halt haben. Jetzt haben wir eh schon ein bisschen ausgemistet, aber wir brauchen den Schrank. Und unser Schlafzimmer ist halt echt mini-futzig klein. So, und jetzt wollen wir diesen Schrank ins Laras Zimmer bringen, weil sie hat mehr Platz, und Laras Schrank in unser Zimmer bringen. Das heißt, wir zerlegen das ganze Haus jetzt. Das heißt, der Laras Schrank wird sich hier hinten reingehen, oder? Ja. Ja, dann machen wir das. Und dann hat die Lara und die Luisa hier dann zusammen einen Schrank, und wir teilen uns halt die Kleider. Da müssen wir nochmal ein bisschen was ausmisten. Ja, dann müssen wir dieses Hausbett auch abbauen. Ja. Was wir denn alles machen? Ja, der Vater kann auch ausbauen. Ich kann auch abbauen. Ich kann auch ein Bett abbauen. Den Schrank da abzubauen, das ist ein Arbeit. Okay, na dann mach mal. Fang mal an. Irgendwo müssen wir jetzt anfangen, weil jetzt nur labern. Was ist das? Was möchtest du als erstes machen? Keine Ahnung, am besten ein kaltes Bier trinken. Ich bring dir eins. Ja, unser Haus ist halt gerade. Na, wo sind wir denn da? Das ist ja eigentlich, wenn wir schon im Renovierungsmodus sind, wir könnten mal diesen Türstock, den wolltest du schon seit Jahren lackieren. Da kann ich gleich jetzt zum Malen anfangen. Ja, malen müssen wir nicht. Das ist ja sowieso jetzt das Zimmer leer. Wenn ich das Bett aufbaue, dann kann ich nicht mehr malen. Mist. Malen müssen wir nicht, wir haben eh vor einem. Ja, okay, können wir mal abmessen, ob sich hier das Bett ausgeht, den Schrank ausgeht von der Lara, Schatzi? Kommunizierst du jetzt mit uns? Why not? Ja, die Türen sind halt ziemlich fett, ne? Offen, der Schrank. So, ein Ofen. So, jetzt, wir probieren was anderes aus, wieder einen neuen Plan. Die Türen müssen weg vom Schrank, weil Laras Zimmer... Ah! Jetzt wäre mir das richtige... Oh, von Ziehen. Also für Laras Zimmer ist unser Schrank dann doch zu sperrig, und deswegen behalten wir ihn. Schauen wir mal. Zuerst kommen mal die Türen weg. Ja, die nehmen ja auch sehr, sehr viel. Die sind ja so ungefähr so breit.
So, die kommen jetzt in Laras Zimmer. Unser, mittlerweile schaut unser ganzes Haus wie so ein Schlachtfeld aus. Heute schlafen wir dann alle im Wohnzimmer. Weil... Au! Ja, sorry. Patrick macht die Stimmung. Hab die Hunde. Die Hunde finden es chillig. Du bist eine große Hilfe, Patrick. Danke. Kannst du bitte das Bild wieder gerade machen, nachdem du es... Lustig, lustig. Ja, auf jeden Fall. Schauen wir mal. Da zum Beispiel. Wir haben viel zu viele Schuhe hier. Bei den Mädels könnten wir dann später ein Hochbett kaufen. Die Lara hat eh nach einem Hochbett gefragt. Ein richtiges Hochbett. Hochbett gehabt, Hochbett verkauft. Ja, aber es war ein... Niedriges Bett. Jetzt nehmen wir ein niedriges Bett. Ich habe schon drei zerlegte Betten. Das ist der vierte und dann haben wir dann fünf zerlegte Betten. Dann kann man noch ein Hochbett jetzt wieder. Wir probieren uns halt aus. Meine Nerven. Ich habe gehört, du magst so gerne Möbel aufbauen. Mhm. Also, na, schauen wir mal, wie der Schrank und die Tür aussieht. Ja, gar nicht so schlecht, oder? Schaut nicht so schlecht aus! Der Schrank, so offene Schrank, schaut gar nicht so schlecht aus, außer diese gelbe Regenmatte. Es ist so dunkel, es dunkelt das Zimmer so extrem ab, findest du nicht? Naja, das passt mit dem Bilderrahmen, guckst du. Nein. Das dunkelt das Zimmer enorm ab. Na. Es dunkelt das Zimmer ab. Na. Wir könnten ihn streichen, weiß. Dann würde das Zimmer hell ausschauen. Weil ist das Zimmer fertig? Aber das wäre eine Idee, den Schrank weiß zu streichen. Bitte, Diana, hör auf mit diesen Ideen. Kack mir an. So, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, die Türen wegzulassen. Einfachste Variante. Ich finde ehrlich gesagt, auch wenn wir aufgeräumt haben im Schrank, dass es ein bisschen zu chaotisch ausschaut. Findest du nicht? Nein. Ja. Ich finde es in Ordnung. Irgendwie sieht es jetzt so dunkel aus. Das dunkelt das Zimmer ab, findest du nicht? Ja, was willst du damit machen? Ich lackiere alles weiß. Ja, dann lackiere du, ich mag das nicht. Ich mache das definitiv nicht. Wir können mit so einer Spraydose lackieren. Du kannst machen, was du willst. Ich fasse ihn nicht an, noch einmal. Ja, jetzt baut der Papa auf jeden Fall. Aber jetzt wirklich das Bett auf, oder? Ja, überleg dir, was du mit dem machst. Weil dann, wenn das Bett steht, dann kannst du immer raus. Zick mich jetzt nicht an, Mann. Ich sag es nur, mir ist es egal. Wirklich? Genau so. Ich bin mit den Mädels jetzt kurz zu McDonald's gefahren, weil wir keine Zeit zum Kochen gehabt haben. Deswegen sitzen wir im Auto und essen. Alle ganz hungrig. Die Männer machen sich zu Hause was. Der Papa hat nämlich aus dem Garten ein paar Kartoffeln ausgegraben und die essen dann so mit Sojaschnetzel. Und ich habe mir einen Royal TS geholt ohne Zwiebel und einen Fisch Mac ohne mit allem. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt mal essen. Die Mädels sitzen. Also ohne Gurken? Der Royal TS hat eh keine Gurken. Ja, wir werden auf jeden Fall mal jetzt essen und dann melden wir uns später von zu Hause. Mal schauen, wie weit die Jungs kommen, weil die essen ja jetzt auch was. Und wir essen aber jetzt hier, weil das Essen wird sonst kalt bis zu Hause. Mhm. Deswegen mampfen wir jetzt hier im Auto schnell unser Essen und bis später. Wir sind schon wieder zu Hause und die Männer essen noch nicht, aber sie bereiten es gerade vor, denke ich. Die Sache ist es auch so, dass wir vergessen haben, dass am Samstag alle Geschäfte zu haben. Aber dank meinem Garten haben wir unser Abendessen gerettet. Ich habe Kartoffeln aus dem Garten geerntet, dann gleich Pommes gemacht. Und der Patrick bereitet gerade unser. Wie ist das, Patrick? Hühnerfleisch. Sojaschnitzel. Sojaschnitzel. What? Wie ist das nochmal? Schnitzel! Sojaschnitzel. Sojaschnitzel. Ich schaue es aus. Und ich habe noch ein paar Pomchi. Tati, wir machen ein Gastro gemeinsam. Ja, der Party hat es drauf. Ja. Ja.
Unser Abendessen ist fertig, schaut so aus. Sojaschnitzel mit Pommes, Kartoffeln natürlich aus unserem Garten. Also das ist wieder Fleisch, Wahnsinn. Mhm. So war auch jetzt. Und mit Jungzwiebel. Mega Hunger. Ein Traum. Jungzwiebel ist nicht aus unserem Garten. Aber es ist aus von unserer Hofer. Sorry. So. Sorry, mein Lieb. Ich war jetzt gerade mega am Gähnen. Auf jeden Fall wollte ich mich jetzt eigentlich nur mehr vom Vlog verabschieden. Das Bett zeigen wollte ich dann im nächsten Vlog. Es ist jetzt schon dunkel. Es ist zwar schon fertig, aber wir haben es noch nicht eingerichtet. Das heißt, wir haben noch keine Matratzen draufgelegt. Wir haben das Bett nicht gemacht. Aufgeräumt. Und das sind wir jetzt einfach zu schwach dafür. So nach dem Essen so over and out. Wir schauen uns jetzt noch eine Sendung an auf Kabel 1. Abenteuer Leben. Weil da ist der Baba dabei. Unser Terrassenbau-Video wurde nämlich von denen angefragt, ob die das nachbauen dürfen und eine Sendung zeigen. Und das wird heute ausgestrahlt. Bevor aus der Puste. Hey. Ich weiß nicht, ob man es in der Mediathek eventuell nachschauen kann. Könnt ihr mal nachschauen, Abenteuer Leben vom 16. August. Ja, und wie gesagt, ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Und im nächsten Vlog zeigen wir euch dann natürlich, wie das Bett ausschaut. Also falls ihr neugierig seid auf unser neues, riesengroßes Familienbett, dann schaltet unbedingt beim nächsten Mal ein. Und ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss!